Ja, über diese Gerüchteküche möchten und müssen wir sprechen. Aus Hamburg zugeschaltet ist uns jetzt Inga Griese, sie ist Chefredakteurin der Icon. Einen schönen guten Abend, Inga. Hallo, guten Abend. Ja, also wenn man das hört, der erste Gedanke ist ja, das kann man doch gar nicht glauben, oder? Die beiden haben jetzt so einen Weg, um es mal neutral zu formulieren, hinter sich gebracht gemeinsam. Und jetzt soll es schon eine Krise geben? Naja, nun müssen wir mal abwarten. Da ist vielleicht auch sehr viel Wishful Thinking dahinter. Man muss natürlich jede, im Grunde warten ja alle darauf, dass die sich mal trennen. Aber auf der anderen Seite, wie soll ich sagen, hauen sie dann wieder dazwischen, indem sie einfach zusammen ausgerechnet am 4. Juli zu den Feierlichkeiten gehen. Wobei, das ist natürlich völlig klar, dass sie zu so einem Straßenfest gehen mit ihren kleinen Kindern. Das ist ja auch ein schöner Termin. Und Harry erst mit der kleinen Lilibet. Und da wird natürlich auch wieder viel reininterpretiert, weil dieses kleine Mädchen ein hellblaues Kleid trug und dazu rote Schuhe. Und das Ganze also am Tag der Unabhängigkeit von Großbritannien. Und dazu noch an dem Tag, als der Vater dann auch noch als König von Schottland ja quasi gekrönt wurde, wobei kleiner, ich will nicht sagen Treppenwitz, aber die Farben Amerikas sind ja blau-weiß-rot an solchen Feierlichkeiten. Die Farbe der Krönungs ja, Outfits, würde ich mal sagen, war dann eben Yves Klein, blau in Schottland auch und weiß und gold. Also ich glaube, man muss auch so ein bisschen aufpassen, dass das da nicht so richtig rund läuft. Das ist ja klar. Und ich meine, dass Meghan, ich kann mir auch vorstellen, dass Meghan zwischendurch echt schlechte Laune hatte. Ich bin, ehrlich gesagt, eben gerade aus Paris zurückgekommen, wo die Haute Couture war. Und es dort wurde auch, wie soll ich sagen, ein bisschen süffisant gelästert, weil offenbar eine Mitarbeiterin oder Publicist von Meghan verbreitet hatte, dass sie zu einem Testimonial von Dior werden sollte. Und bei Dior weiß man natürlich nichts davon. Also es möchten viele Menschen Testimonial für Dior werden. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass Meghan in all ihren Bemühungen, auch so international in eine bestimmte Liga aufzusteigen, das versteht man ja alles. Aber auch Dior möchte nicht mit ihr arbeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch einfach inzwischen ein bisschen frustriert ist. Weil vieles von dem, was sie sich so vorgenommen hat, klappt ja wahrscheinlich nicht. Und dass Harry ein bisschen einsam in Amerika ist, ich meine, wer wäre es nicht, wenn man, und dass ihm auch seine Familie fehlt und dass er insgesamt ja ein eher schwergängigeres Gemüt hat, das ist uns ja allen klar. Und dass er Sehnsucht hat nach seinen alten Kumpels und dass dieses Leben da in Kalifornien vielleicht auch nicht seins ist, das versteht man. Auf der anderen Seite ist er eben auch ein so liebevoller Vater, dass wenn die Wahl vor ihm, also er sich dafür entscheiden müsste, die Kinder oder England, also es kriegt ja schon gerade wieder furchtbar tragische Züge. In der Tat, also aus dem sonnigen Kalifornien würde er sich ihrer Einschätzung nach doch wohler fühlen im verregneten Großbritannien. Nur hätte er denn überhaupt auch Chancen, wieder zurückzukommen ins Königshaus? Oder ist diese Tür ein für alle Mal, ich meine, wir haben ja auch zusammen schon hier im Studio oft drüber gesprochen, ein für alle Mal zugeschlagen, dann wäre er zwar in Großbritannien, aber das Königshaus sagt, no, thank you. Also wenn der ohne Meghan kommt, ist er sofort wieder drin. Ist doch eine völlig klare Sache. Also das Königshaus und sein Vater die ganze Familie, die würde ihn sofort wieder aufnehmen. Er ist doch der verlorene Sohn und der darf natürlich nach Hause kommen. Es hat nur keinen Sinn zusammen mit Meghan, weil dann niemals wieder Ruhe eintreten wird. Nie wieder Ruhe eintreten wird. Jetzt wurde ja in den letzten Tagen auch immer wieder viel über Kate und William, so das Vorzeigepaar der Briten, berichtet. Gibt es denn irgendwelche Hinweise darauf, dass zumindest hier wieder eine Brücke gebaut wird zwischen Harry und diesen beiden? Denn das wäre ja vielleicht schon mal ein Anfang. Oder ist auch das mit Meghan nicht möglich? Also mit Meghan ist, glaube ich, gar nichts mehr möglich in England. Ich glaube, dafür ist einfach zu viel passiert. Dafür ist auch zu deutlich, dass sie mit den Verwandten, hätte ich jetzt fast gesagt, mit der Königsfamilie nichts zu tun haben will, weil all das, was sie sich vielleicht vorgenommen hat, ja nicht funktioniert. Und wenn sie Interesse hätte daran, sich zu versöhnen, könnten vielleicht auch mal, also der Großvater mal seine Enkelkinder sehen. Also mal irgendetwas, was ein Signal in die Richtung England sendet. Aber das
sieht man ja nicht. Und ob jetzt diese Ehe schon am Ende ist oder nicht, ich meine, das so leicht ist das ja alles nicht. Und ich glaube, dass auch so, wie ich Kate und William einschätze, wenn Harry zurückkommt und sagt, oh Mann, ist irgendwie dumm gelaufen, dann sind die auch die Letzten, die sagen, du bist raus, Junge. Nun geht es für Meghan, das haben wir gehört, oder ginge es, wir bleiben ja im Bereich der Spekulation, auch um viel Geld. Aber jetzt haben Sie eben gesagt, ja, Harry ist so ein liebevoller Vater. Ist das denn ausgemacht, dass die Kinder dann, liegt das am US-Recht oder automatisch bei Meghan bleiben würden? Oder steht da dann nicht erst recht ein großer Streit, nennen wir es durchaus auch Schlammschlacht, bevor? Ja, das wird sicher ganz besonders furchtbar. Also, dass Meghan ein sehr großes Vermögen aus der ganzen Situation abgreifen kann, das ist völlig klar. Aber es ist ja nicht so, also ich kenne jetzt nicht den Ehevertrag, den die beiden haben, aber mit Sicherheit wird Harry auch um seine Kinder kämpfen, dass er einfach geht und Meghan viel Geld da lässt und die Kinder. Das ist, glaube ich, eine Illusion, weil das würde ihn ja im Grunde endgültig zerreißen. Vielleicht hält er auch einfach viel aus wegen der Kinder. Soweit die Einschätzung und ein paar Details und Hintergründe von Inga Griese. Vielen Dank für das Gespräch. War uns wie immer eine Freude. Danke nach Hamburg. Sehr gerne.